Liebe Leute, willkommen zurück zu der Dominierenkarte. Was geht hier ab? Fragt ihr euch? Frage ich mich? Wir fragen uns das alle. Ja, euer Erstgiftgeist ist wieder am Start und mal wieder verleben sich. Kurz zum Spiel. Hier haben wir jetzt ein Stück von dem Kuchen hier, das so schön rot war, mal reingenascht. Wie ihr seht, sind wir gerade unterwegs hier zu der Festung von der KI. Ich glaube, wir können wir sogar schon angreifen, oder? Ja. Die hat nur ein bisschen einen Schubser gebraucht. Jetzt wird da schön drauf geballert. Ich werde jetzt mal hier aktualisieren, ob der irgendwie was rausschickt. Der hat scheinbar da keine Arti-Armee mehr drin. Jetzt kommen hier so ein paar in so einem Fesselballon und ein People so entgegen. Könnt ihr gerne machen. Ich setze tatsächlich den Befehl. Ich habe es ja auf die Feuerkontrolle auf Offensiv. Ne? Also setze ich schon direkt den Befehl in die Hauptstadt. Beziehungsweise in die mittlere Provinz, ne, in die Kontrollprovinz. Der Kollege hier aus Griechenland ballert hier nach wie vor weiter. Der schickt hier sogar noch was nach. Oh, der hat schon schwere Panzer und normale Panzer am Start und einen Panzerwagen. Und hier hat er 6 Artis, wie ich sehe. Er hat hier, glaube ich, jede Menge verloren. Ich weiß nicht, ob er Artis viele vorne hat. Auf jeden Fall viele People. Wir können mal kurz in die Zeitung schauen und einfach mal nach Griechenland gucken. Ja, die Nadschafgane sind 32.000 verloren, Griechenland hat 34.000 verloren. Wir sind die verhassteste Nation der Welt, komischerweise, ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Ist gut zu wissen. Und die effizienteste Industrienation der Welt sind wir auf Platz 9. Ja, nach diversen KIs übrigens. Die KI ist gerade randaliert und greift hier auch schon hier dagegen an mit 25 People. Ihr habt hier schon ein bisschen was zusammengezogen. Und hier ist auch, wie lange braucht denn der noch? Der braucht noch ewig. Also da wird vorher die Festung auf jeden Fall fertig, bis der da ankommt. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwas danach noch bauen soll. Ich glaube erstmal nicht. Wird hier eigentlich irgendwas gebaut? Ja, okay, das schaut gut aus. Vielleicht baue ich hier noch einen Fliegerhorst. Den baue ich mal da. Hier kommt auch ein Panzerwagen und 3 People uns entgegen, aber das sollte kein Problem sein. Da ist auch die Stufe 1 Festung auch schon demnächst am Start. Der ist aber vorher da, aber trotzdem sollte Damage einigermaßen abgewendet werden. Allerdings schickt er hier auch schon wieder 18 People nach, ne? Hier diese Provinz Najaf Suburbs. Interessant, dass das jetzt, also das ist ja Englisch, genau, in englischen Bezeichnungen, und verschiebt generell hier Truppen, kämpft nach wie vor hier gegen Griechenland. Griechenland verliert halt auch mal wieder Männer. Der schießt hier jetzt scheinbar mit 2 Artis weiterhin zurück. Das gibt uns die Zeit, jetzt die Hauptstadt hier zu erobern. Die hier haben wir erobert nach schweren Kämpfen. Wir haben gar nicht so viel verloren. Ich glaube so 5 oder 6 Mann, oder? Können wir das vielleicht in der Zeitung schauen? Vielleicht sehen wir das ja hier. Achso, ich muss vielleicht mal den Filter hier für Griechenland mal rausmachen. Dann sehe ich das vielleicht auch. Najaf-Garnison, 5000 Mann haben wir verloren und 113.000 haben wir gekillt, nachdem wir die Festung darunter gebombt haben. Wir bauen aber bereits schon hier wieder eine Festung, haben 15 Mann sicherheitshalber stehen lassen, weil er hat hier ein paar Pipelchen und wer weiß, was da alles noch kommt. Notfalls können wir da noch ein bisschen was zurückziehen. Hier im Norden habe ich inzwischen diese Provinz Abu Salabik auch schon erobert. Die schicken mir hier noch ein paar Einheiten nach. Sind schon unterwegs hier zu der nächsten Festung und versuche schnellstmöglich hier auch die Hauptstadt zu erobern. Werde hier erstmal drumherum ein bisschen rummachen, ja. Außer Japan holt sich diese Provinz hier in Tel Ukair. Dann werde ich das vielleicht schneller in die Wege leiten. Hier ist noch kein Krieg am Start in der kompletten Mitte. Der Japaner hat schlauerweise hier auch die Hauptstadt von der KI hier erstmal übrig gelassen und versucht sich hier erstmal noch weiter aufzubreiten. Hier in Tikrit schaut es auch nach wie vor eben gleich aus. Da ist immer noch der Deutsche hier im Krieg mit dem. Der ist immer noch aktiv, komischerweise. Großbritannien, ich glaube, einer von beiden war doch inaktiv, glaube ich, zuletzt. Aber ja, jetzt sind wieder alle da. Und hier im Süden, der Grieche, wie gesagt, der ist hier in Action. Und der Portugiese ist hier, hat hier Krieg gegen Rumänien, gegen die zur KI gewordene Nation. Persien hat hier inzwischen, glaube ich, sogar hier die Basra-Garnison angegriffen. Genau. Also der versucht sich da durchzukämpfen. Da können wir gleich mal schauen, wie es da so aussieht. Ich habe nämlich heute mal reingeschaut und da habe ich große Verluste gesehen auf beiden Seiten. Gucken wir nochmal kurz. Nicht auf meine, sondern hier.
Ja, genau. 70.000 hat die Garnison verloren und Persien sogar noch mehr. Also der hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, was hier in der Mitte so los ist. Ja, der war ein bisschen überrascht. Ist der Spieler eigentlich einigermaßen erfahren? Ja, einigermaßen erfahren ist er. Allerdings hat er vielleicht die Karte noch nie gespielt. Und konnte das nicht wissen. Ja, vermute ich mal jedenfalls. Also wir versuchen uns hier auszubreiten und die Mitte noch nicht anzugreifen. Versuchen wir uns so viel Land hier wie möglich zu snacken. Der Kollege hier im Norden in Abyssinien, der hat noch nicht angegriffen, hier diese Kontrollprovinz, auch britisch Ostafrika noch nicht. Allerdings ist hier schon ein Krieg am Start, und zwar Brasilien greift hier die Garnison an. Gucken wir mal, was hat Brasilien so verloren. Brasil, ne, sollte man vielleicht auch richtig schreiben. Brasilien von mir aus. Ne. Ich glaube, ich muss das auf Englisch schreiben. Ich weiß gar nicht, wieso dass sich das auf Englisch umgestellt hat. Er hat 8000 Mann verloren, die Garnison hat 34.000 verloren. Also der checkt wenigstens, was er so tut. Ne? Wo ist denn Brasilien? Das ist der hier, der Kollege. Und der hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Hat auch eine ganz gute Kill-Death-Rate. Also der ist gut am Start. Obwohl es so ein Handyspieler ist oder Handykrieger. Das muss ja nicht immer bedeuten, dass sie schlecht sind. Auch wenn ich vielleicht in anderen Folgen irgendwie die so hinstelle, ja, sage immer nur Handykrieger, weil die spielen vom Handy aus. Die haben, meine Erfahrungen nach sind die PC-Spieler einfach die besseren Spieler, weil, und das jetzt ohne jemanden schlecht zu machen, ja, das ist halt im Allgemeinen eben, sind das die besseren Spieler, aber nicht unbedingt, ne? Sind halt, die haben auf dem PC hast du halt einfach mehr die Möglichkeiten, die Einheiten genauer zu steuern und so weiter. Auf dem Handy ist es ein bisschen schwieriger, deswegen auch Respekt. Dann scheint das sogar, ist das sogar ein Bonuspunkt für den Kollegen hier, wenn man so sagen darf. Ne? Die anderen Kollegen haben hier noch nichts gemacht, bis auf Japan eben. Japan hat aber hier, hat das schon angegriffen? Nee, achso, das habe ich schon angeklickt. Nee, er hat noch nicht angegriffen, auch nicht in der Mitte. Also der versucht sich ein bisschen zu stabilisieren, was er absolut schlau ist, ja. Er hat auch die meisten Provinzen momentan. Wir sind auf Platz 3 mit 41 Provinzen und Abyssinien hat 42. Ja, dadurch, Abyssinien ist wahrscheinlich auch demnächst hier am Start. Japan macht es ganz schlau. Der hat jetzt Zugang hier zu drei Kontrollprovinzen. Ne? Und wir haben halt die momentan zwei und demnächst auch noch eine dritte und vielleicht sogar noch eine vierte, je nachdem, ob Persien hier durchkommt oder nicht. Ich hoffe, er verliert weiterhin sehr viel, damit wir noch Zeit haben, hier uns auch diese Garnison eventuell um den Nagel zu reißen. Mal schauen, das wird spannend auf jeden Fall. Also es nähert sich langsam dem Ende, sagen wir mal so. Wir haben jetzt Tag 23, ne? Und ja, jetzt sind überall die Spieler schon an den ganzen Garnisonen angekommen. Haben wir jetzt erstmal keinen Zugriff. Wir könnten natürlich hier auch irgendwo landen und da versuchen anzugreifen. Der Japaner ist aber, hat hier die Hände ja auch schon im Spiel, deswegen wird das da ein bisschen schwierig. Ich versuche aber wenigstens erstmal hier schon mal die Grenzen zu erweitern und dann hätte ich nämlich die, die ich schon habe, die ich gerade erobere oder hoffentlich erobere und dann eben diese dritte Provinz und dann könnte ich hier so einen Endkampf führen gegen Japan wahrscheinlich oder wahrscheinlich auch gegen seine Allies, weil ich vermute ganz stark, dass die alle zusammenspielen. Ich habe leider niemanden gefunden hier auf der Karte, mit dem zusammenspielen könnte. Am Anfang habe ich ja versucht, mit British Canada zusammenzuspielen, aber das hat sich ja leider zerschlagen, nachdem er inaktiv geworden ist und generell nicht so schnell unterwegs war. Naja, auf jeden Fall ist das hier das nächste Ziel. Was ist hier? 14 Artis habe ich hier und 20 Mann. Und hier sind noch ein paar 54.000 People eben vorher unterwegs. Und hier landen demnächst noch einige Artis und auch ein paar Mann, so als Verstärkung. Wobei, ich wollte hier eigentlich nach Süden auch was schicken. Habe ich da irgendwie was vergessen? Nee, ich habe noch 20, genau, da kommen nochmal 20 People, die gehen hier nach Süden. Ich überlege gerade, ob ich nicht hier ein paar Artis schon mal wieder nachschicken soll. Da sind auch schon wieder drei fertig geworden. Das machen wir auch gleich mal. Wir brauchen hier so viel Verstärkung wie möglich. Die Fluglinie hier ist einigermaßen gut jetzt. Komme ich hier überall durch? Ja, genau. Und auch nach vorne. Bis dahin sogar sehr gut und sogar bis hierhin. Auch okay, ich komme sogar bis hierhin komplett jetzt durch. Die Flugfelder sind errichtet. Das heißt, ich kann demnächst sogar komplett hier auf Luftwaffe setzen. Zusätzlich zu den Artis und ein paar Panzer muss ich jetzt auch mal langsam in die Wege bringen, weil, wie ich sehe, sind ein paar Spieler halt eben schlau genug und haben auch schon ein paar Panzer in die Wege gesetzt. Ich
Natürlich wie immer jede Menge Sachen im Bau, aber eben hauptsächlich Artis und ein Flugzeug. Das werde ich demnächst mal die Produktion mal umstellen müssen. Ressourcentechnisch schaut noch ganz okay aus. Eisenerz geht uns langsam ein bisschen mehr zur Neige, obwohl wir da volle Pulle sind. Haben aber noch ein bisschen noch was übrig. Holz haben wir Gott sei Dank noch genug und ja, nahrungstechnisch schaut super aus. Ich auch schon anders erlebt auf am Tag 23, dass ich da mega Minus war, deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig und habe immer wieder so einen Markt gekauft, aber in den letzten Tagen habe ich eher verkauft, weil ich Geld gebraucht habe. Ja, das brauche ich jetzt wieder. Tatsächlich Gas und Kohle haben wir noch genug. So Gas habe ich ja minus 20 pro Stunde und Kohle auf 238. Da kaufe ich immer wieder was nach, weil das eben auf dem Markt der günstig ist. Schaut denn hier aus, so verkaufstechnisch könnte ein bisschen Geld machen mit. Ja, 4,4 ist echt schade, dass es so günstig ist, aber mei. Eisenerz brauche ich, deswegen verkaufe ich es nicht. Und hier ist leider nur Öl. Öl brauchen wir aber selber. Also würde ich mal sagen, verkauf mal ein bisschen Nahrung. Wir haben ja noch 21.000. Jetzt haben wir immer noch knapp 12.000 da und haben ein bisschen Geld. Und ist gleich irgendwas im Bau gegangen. Ich weiß ja nicht was, aber wir können ja gleich mal schauen. Was ist denn so in. Sorry, ich bin hier falsch. Irgendwas ist gestartet. Ich sehe es gerade gar nicht so auf Anhieb. Doch, hier eine Arti, genau. Ja, genau. Wir wollen jetzt demnächst Panzer bauen. Ich werde mal hier so eine Provinz nehmen, die ein bisschen weiter weg ist, weil die sind ja ein bisschen schneller als die Artis, die Panzer. Deswegen werde ich hier mal vielleicht den allerersten normalen Panzer mal in Warschlange geben. Hier mal mindestens mal 5 Stück. Die soll nach und nach abgearbeitet werden. Und habe ich irgendwo eine Fabrik fertig, die nichts baut? Ja, ich habe zwar jetzt kein Geld im Moment, aber wenn sobald Geld verfügbar ist, sollen hier mal 4 schwere Panzer nach und nach abgearbeitet werden. Wie gesagt, das mache ich immer so. Die Artis sollen ja recht nah an die, sagt schon, an die Front gelegt werden. Deswegen baue ich hier, glaube ich, gar keine mehr, oder? Nee, die werden hier gar nicht mehr gebaut. Hier werden nur die Flugzeuge gebaut, ganz hinten, weil die auch recht schnell eben weit vorne sind. Da kann ich gleich mal ein paar wieder in die Warteschlange legen. Und ich glaube, ich werde dasselbe nochmal hier auch machen. Ja, wie gesagt, Geld fehlt mir gerade, aber das wird schon. Bin ich optimistisch, dass die dann auch im Bau gehen können. Habe ich noch irgendwo ein Flugfeld hier? Nee. Habe ich dann irgendwo ein Flugfeld, wo nichts gebaut wird? Hier habe ich ja die Panzer in die Wege gesetzt. Und hier hätte ich noch ein Flugfeld frei. Dann machen wir das anders. Ich werde hier die schweren Panzer in die Wartereihe legen. Jawohl. Und hier werde ich das abbrechen. Na, wo war denn das nochmal? Hier war das, oder? Nee. Bin ich denn jetzt blöd? Achso, hier, ja, hier. Die werde ich mal wieder entfernen. Und werde hier stattdessen hier in dieser Provinz noch ein paar Bomber im Bau setzen. Jäger finde ich zwar hier wichtiger, weil viele Spieler auf Bomber gehen, da hat man eine gute Verteidigung. Aber ein paar Bomberchen kann man auf jeden Fall sich auch mal leisten, wenn hier der Server mal nicht laggen würde. Hallo? Hallo, hallo, Erde an. Ja, danke. Die Raumstation Supremacy hat auf uns gehört. genau, hier habe ich schon gesetzt. Hier lasse ich noch auf 20 People anwachsen, also respawn, und dann werde ich alles, was ich hier habe, alles nach vorne schicken. Wobei, so viel brauche ich die hier gar nicht. Ich übertreibe ein bisschen. Werde hier mal, weil ich habe überall Stück für 5 Festungen. Was soll der Geiz? Dann werde ich hier mal die Sammelpunkte auch direkt mal nach vorne setzen und überall nur 15 Mann drin lassen. Ich kann ja notfalls reagieren, falls hier irgendein Spieler zurückkommen sollte oder sonst irgendwas passieren sollte oder die KI mich angreifen sollte. Wie ist die Beliebtheit eigentlich? Oh, nur noch 38%, obwohl ich eben schon Wegerecht gegeben habe. Ja, ich habe halt die Befürchtung, dass der Spieler hier zurückkommt und ich das nicht rechtzeitig checke, weil ich gerade in der Arbeit bin oder so. Dann marschiert er einfach durch mein Land durch. Allerdings wird es jetzt langsam knifflig, das heißt, ich muss demnächst eventuell vielleicht tatsächlich dem dann gemeinsame Spionage geben. Obwohl ich keine spioniere, aber ne, gemeinsame Spionage, damit er mich nicht angreift. Weil es wird sich ja mindestens noch ein Krieg hier finden und eventuell hier auch. Eventuell greift mich ein Spieler an, dann sollte sich das eventuell auch ein bisschen wieder revidieren, aber ja, mal schauen. Also ich schicke hier auch nochmal den einen People hinterher und setze den Sammelpunkt da nach vorne. Falls
ihr das meine andere Let's Plays noch nicht gesehen habt, die Sammelpunkte kriegt man ja durch die Heeresleitung, die ich durch die täglichen Handyvideos mir so erarbeite. Da kriegt man immer so einen Tag und 2 Stunden, glaube ich, oder einen Tag 4 Stunden, irgend sowas zusätzlich immer dazu. Das heißt, wenn man das regelmäßig macht, hat man irgendwann mal so ein bisschen Vorsprung, auch wenn man es vergisst, dann ist es nach wie vor dann aktiviert. Hier habe ich über Stufe 5 Festungen, genau, schau nochmal ganz kurz durch. Sorry, das ist wichtig, hier ist noch eine Stufe 5 Festung, okay. Im Bau und nachdem die Fabrik fertig ist, Eisen brauche ich ja ganz dringend. Hier habe ich auch eine Stufe 5 Festung und hier wird sie noch gebaut auf Stufe 5, sehr gut. Und was ist hier so am Start? Ach ja, ich wollte hier unbedingt noch eine Eisenbahn zuerst bauen und dann erst die Festungen zu Ende. Damit erstens mal, ja, gut, minimal mehr Nahrung. Ich meine, das ist doof, weil bin in Kohle eh schon minus, aber das ist jetzt nicht so extrem, da der Kohle Gott sei Dank relativ günstig ist. Aber ich möchte hier, dass die People hier schnell durchlaufen können und eben die Verstärkungen in anderen Provinzen schnell durchziehen können. Was habe ich hier? Fabriken und dann eben die Festungen. Hier auch Fabrik und Festung. Und hier machen wir das auch vollständig. Und hier habe ich auch zu viel People am Start. Ich denke mal, so 15 Mal reichen immer in der Stufe 5 Festung. Die halten ja einiges aus. Moment, das ist eine falsche Provinz. Die sollen sich hier sammeln, alle, weil hier ist noch nicht 100% Moral. Da habe ich schon alles gestartet. Hier sollen noch 3 People nachwachsen. Dann wird der Sammelpunkt auch gesetzt. Genau. Und eine Provinz will ich noch kurz prüfen, bevor ich euch entlasse. die hier. Hier sind nur 7 Mann drin. Das soll die hier in der ganzen Südgrenze habe ich wenig Mann drin, weil ich mit dem ja gut verstanden habe. Aber da er jetzt eine KI geworden ist, aber ich habe immerhin ein bisschen mehr Beliebtheit bei dem als bei den anderen. Deswegen sollte das einigermaßen passen. Habe ich in der Zeitung schon geschaut? Ich glaube schon, ne? Effiziente Industrienation ab Platz 9. Was war gestern nochmal? Führende Industrienation waren wir weit auf Platz 1. Ja, das schaut doch gut aus momentan. Wir gehen einem Sieg entgegen. Allerdings ist noch lange nichts entschieden hier, weil eben ich hier wahrscheinlich eher so miteinander verbündeten Leuten hier zu tun habe. Und ja, also wir sind jetzt gerade dabei, die zweite Kontrollprovinz zu holen. Es gibt hier noch keinen einzigen anderen Spieler außer uns, der eine Kontrollprovinz noch hat. Und die haben wir auch schon recht lange. Deswegen konnten wir die hier auch schon gut ausbauen und haben auch schon 100% Moral. Ich glaube, in den meisten von denen oder sogar in allen. Genau, in allen sogar schon. Bauen fleißig Fabriken. Auch noch hier im Flugfeld. Ich weiß gar nicht, wieso ich den baue. Achso, wahrscheinlich, damit ich hier schneller durchkomme. Hier will ich tatsächlich auch ein Flugfeld bauen, damit ich hier eventuell mit Bombern irgendwie so drüber fliegen kann, weil ich glaube, die Jäger, die haben nicht so eine große Reichweite, die können da nicht drüber fliegen. Nee, das wird gerade knapp nicht reichen. Allerdings kann ein Bomber hier auf jeden Fall durchfliegen und dann kann ich hier mit Bomber recht schnell rüber schicken. Ne? Also hier über meine Gebiete und dann über die KI drüber und eben dann hier nach Norden. Die Jäger, wenn ich einen Jäger nachbauen müsste oder hinschicken müsste, müsste ich sie tatsächlich erstmal übers Wasser schicken, bis ich hier so genug Produktion habe, dass ich hier auch welche bauen kann. Werde ich demnächst auch auf jeden Fall. Oh, ich sehe gerade, die KI kommt hier mir entgegengeschippert. Okay, das habe ich gar nicht gesehen bis jetzt. Gut, dass ich gerade noch geschaut habe. So, okay, das sind ja, schick mal 6 People dahin. Werde ich wahrscheinlich abfangen übers Wasser. Die sind natürlich alle schlecht moralisiert hier, weil die Moral hier natürlich nicht die schlechteste in den neuen eroberten Provinzen. Hier ist sie sogar schon auf 71 hoch, weil hier Stufe 1 Festung und Hafen und so weiter und Eisenbahn schon durch ist. Aber naja, es ist halt eben noch alles sehr dürftig. Bis die sich die Provinzen hier fangen, wie alles die neu eroberten, dauert eben eine Weile. Aber wenn uns hier keiner angreift, dann können wir uns hier auch richtig schön aufbauen. Ich freue mich auch, dass ich hier diesen Fesselballon hier stehen habe. Da sehe ich hier, was der Grieche so hat und was er so treibt. Gott sei Dank haben wir hier weitaus mehr Artis am Start. Ich meine, wir haben hier schon 29 Stück und ich glaube aber, der hat einige verloren. Ne? Und hier haben wir auch schon, wie viel haben wir hier? 14 Stück und da kommen noch einige nach. Ja, ich meine, ich setz natürlich voll auf Artis, weil hier sehr viel Landkraft notwendig ist. Ne? Und Flugzeuge werden halt jetzt aber langsam auch sehr, sehr wichtig. Und auch eben Panzer und solches Gedöns, ne? So, aber ich glaube, entlasse euch mal für diese Folge.
Ist immer noch sehr spannend, macht mir auch sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr habt auch dazu vorhin was abgewinnen können. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr euch auch. So rum. ja, bis zur nächsten Folge dann, ne? Mach's gut, ciao.